Hallo zusammen, heute geht es um die Lüfterstellung vom Kühlschrank um den Türverschluss mit der Verriegelung. Wir haben zwei, eines die Verriegelung und zweitens eine Lüfterstellung. So bleibt der Kühlschrank offen, dass ich hier reinfassen kann. Wir sehen hier zwei Nasen, die eine ist die und die andere und die obere können wir rüberschieben. Das heißt, im normalen Version hängt die Türverriegelung ein und kann nur über diesen Verschluss durch Anheben geöffnet werden. Schieben wir diesen Riegel rechts hinüber, bleibt die Türe offen für die Verriegelung der Tür, wenn der Kühlschrank nicht gebraucht wird, außer Betrieb ist, so dass er nicht anfängt zu stinken. Wir sehen jetzt diesen Riegel von oben und hier ist dieser Haken, der nach links und rechts geschoben werden kann. Von unten sieht das so aus. Und wenn der zu streng ist, könnte ich hier mit einem Schraubenzieher das ein bisschen lösen. Dann rutscht er fast hin und her oder wieder ein bisschen anziehen und so ist er dann wieder fest. Wenn ich zu fest anziehe, kann ich den kaum bewegen. Wir sehen hier eine Gewindehülse und hier kommt beim Umbanden die Türscharnier kommt hier unten rein, dann ist dieser Riegel aber nicht aktiv. Das Gegenstück, das ist, wird so hier eingehängt oder von der Seite her so und der Riegel wird hier durchziehen, entriegelt und ich kann hier rausfahren. Diese Seite ist für das Gegenstück, wenn der Schrank umgebaut würde. Wenn der Riegel auf der Seite ist, hängt der Riegel hier ein, also das heißt ein Stück weiter vorn, so dass die Tür, der Türverschluss oder die Türe offen steht. Dieser Türverschluss gibt es auch als Ersatzteil. Das hier ist ein Kühlschrank, ein WEMO 46 F, F wie flach. Und dieser hat kein Eisfach. Ein weiteres Video über diesen Kühlschrank verlinke ich euch hier. Und ich hoffe, dass euch das Video gedient hat. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.